Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ich bin schon gebufft und wir kämpfen jetzt gegen Mistvieh. Lol. Verheerer der schwarzen Klinge. Oh yes, nice. Schön. Runen. Gargold, Schwarzschwert und Schwarzhellebarde. Okay. Ja, okay. Der war jetzt relativ easy tatsächlich. Nur seine letzte, diese eine Attacke, die war richtig crazy. Naja. Also, ich weiß nicht warum. Warum gibt der jetzt 105.000 Runen? Den haben wir super schnell besiegt. In einer Minute. Und diesen komischen, fetten Kackriesen in der letzten Folge brauchen wir 15 Minuten und mehrere Anläufe. Wahrscheinlich brauchen wir sogar noch länger für den. Und der gibt 6.000 Runen. Weißt du, der gibt 100.000. Warum? Das ist unfassbar. Weißt du was, ich gehe jetzt auf Leben. So, 1.600 live. So, haben wir eigentlich noch irgendwas für dich, du Typ? Okay. Er chillt da seine Base. Ja, geil. Haben wir besiegt. So, und dann gehen wir jetzt. Ich weiß, wir wollen noch Haus Vulkan machen. Ja. Machen wir auch noch. Ich wollte jetzt erstmal alle Bosse abfarmen, die wir noch offen hatten. Weil die Stärke haben wir anscheinend dazu. Und jetzt geht's in die Katakomben. Der Kriegsopfer. Weil da müssen wir noch den Boss besiegen. Den Rest haben wir geschafft. Ja? Also, den haben wir easy geschafft. Ich wollte gerade das Pferd rufen, lol. Wir müssen eigentlich nur den Boss besiegen. Die Viecher da drin, keine Ahnung, brauche ich jetzt nicht zu besiegen. Meiner Meinung nach. Ich warte einfach, bis die nach unten droppen. Weil die fallen immer runter. Und dann gehen wir einfach gleich durch das Tor und dann sind wir fertig. So, weil hier ging es nirgendwo weiter, außer hier durch. Und den Boss haben wir noch nie getried. Und hier wird gesagt, Frost, Freund voraus, starker Feind voraus. Machen wir. Hey.
Aua. Ach du Scheiße. Ja, okay. Kein Problem. Asche des Rotmen Ritters Oga und eine goldene Saat. Ja. Das war's. Ich hab's geschafft, ja. Kein Problem. Weißt du was? Wir gehen tatsächlich jetzt noch in den Dungeon. Einfach nur mal zu gucken, wie strong wir sind mittlerweile. Ich will wissen, wie schnell ich diese Gegner jetzt platt bekomme. Weil vorher hab ich schon ein paar Schläge gebraucht. Ne? Jetzt ist es ja anders. Okay, Flamme gibt mir Kraft, kann ich nicht mehr machen. Schade. Wir wollen einfach nur mal gucken. Alter, macht das Damage. Aber von hinten. So. Jetzt können wir nämlich ein Level up machen normalerweise. Dadurch, dass wir die besiegt haben. Yes, perfekt. Noch mehr Leben. Also Leben gehe ich auch nur bis 50. Geschick gehe ich nur bis 50. Ja. FP auch 50. Ich glaube, alles ist so 50 bei mir. Und Glaube sowieso. Glaube muss unbedingt 50 werden, damit wir weitermachen können. Mit den geilen Anrufungen. Okay. Nice. Damit haben wir Kaelid so weit durch, bis auf die Quest von Zellen und den Tower. Das sind die einzigen Sachen, die jetzt noch fehlen, wirklich. Der Rest ist soweit durch. Muss ich sagen, ja. Tja, ich würde sagen, Schulklassenraum, Haus Vulkan. Mal gucken, was hier so passiert. Ich will gar nicht wissen, wie viel Damage mache ich eigentlich an diesen Viechern. Nur mal so. Ja, 700, 800. Hui! Es ist auch übrigens gerade gut, dass wir nur 2000 Runen haben, weil wir müssen ja getötet werden. Deswegen passt das auch mit dem Level up gerade. Ja, der Weg ist ein bisschen lang, um nach da unten zu kommen, aber egal. Ich frage mich, ob das Vieh uns überhaupt sofort trifft. Also, ob uns das sofort töten kann. Weil irgendwie glaube ich das jetzt nicht. So, Damage. Ja, sehr gut. Komm, hol mich. Ja, hol mich.
Jetzt aber. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Die braucht aber echt lange mittlerweile, also. So, wir haben nämlich diesen Weg abgeklärt. Also in die Richtung. Jetzt geht's hier weiter. Man kann nämlich hier rüber jumpen anscheinend. Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll, aber irgendwie kann man das schaffen. Oder war das da hinten? Ich weiß es gerade gar nicht. Lava-Spaß, Lava-Spaß. Okay, hier glaube ich eher weniger. Muss ich mal ehrlich sagen. Obwohl, doch, wenn man hier runterfällt, dann kann man tatsächlich... Hä? Warum bin ich gerade gestorben? Also warum? Also eigentlich hätte ich doch gar nicht sterben dürfen. Hä? Na, ist egal. Wir können so oft sterben, wie wir wollen, weil wir haben keine Runen mehr. Also... Aua. Runtersuchen. Ja, ja, deswegen. Runterversuchen. Habe ich doch... Habe ich ja, aber es hat nicht funktioniert. Deswegen ziehe ich mir jetzt einen Talisman an. Und zwar diesen geilen Katzen-Talisman. Der uns ja davor bewahrt. Der uns einen Scheißdreck davor bewahrt. Warum? Ich glaube, ich muss noch eine Baumwolle nutzen. Weil hierhin kann man es eigentlich springen voraus benötigt. Das soll echt funktionieren. Ich weiß es nicht. Also ich würde eher mal da hinten zuerst probieren. Vielleicht muss man das aber auch von hier machen irgendwie. Dass man keinen Damage bekommt. Man muss dann durch die Lava irgendwie. Also ich würde es auch von hier probieren eher. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man nicht hier hin darf. Weil der Sprung ist eigentlich gar nicht so hoch. Und ich habe vergessen, meine Lampe anzumachen, sehe ich gerade. So. Meine geile RGB-Lampe. Ja, wie gesagt, wir probieren einfach, bis wir es halt irgendwann schaffen. Und wenn halt nicht, dann halt nicht. Geile Erklärung, oder? Ich probiere echt mal eine Baumwolle. Eine Baumwolle. Wo ist denn die Baumwolle? Wo haben wir sie denn? Da. Alles klar, das hat funktioniert. Da ist ein Magma-Lindwurm. Ich nehme mal eine andere Ausrüstung wieder, und zwar meinen geilen Geschick-Talisman. Übrigens, wir können uns auch theoretisch diesen Talisman gönnen. Erhöht, Alter, von 85 auf 101. Yo, Arsenal des großen Gefäßes. Eieiei. Ich weiß nicht, ob man hier lang soll. Also ich weiß nicht, was der richtige Weg hier sein soll. Ach so, man hätte auch von da hinten hier lang können. Das eine Item gönne ich mir. Ja, die Frage ist... Ja. Wo geht's lang? Ist das hier...
Was bist du denn? Schlangenmensch. Macht ja gar nichts. Macht hier gar nichts. Ja, okay, aber was bringt mir das hier oben? Komfort voraus. Ach so, hier ist ein Aufzug. Lul? Ja, hier ist auch ein Aufzug. Ach so, das ist für hier. Ah. Gucke mal an, da haben wir ein Secret freigeschaltet. Kann's versuchen. Ja, danke. Okay, warum kann ich hier was rufen? Ach so, hier ist der Magma-Lindwurm. Fernkampf versuchen erstens Gift. Nee. Glaube ich nicht. Pennt der da, oder? Hat er gegeben 5000? Ernsthaft? Da war ja wieder nix. Es war wieder so ein Kack-Loser wieder. Schwillender Schmetter-Scheißling. Okay, das wird aggressiv. Aber vom Damage her geht's eigentlich. Hätte ich mir Schlimmeres erwartet. Einmal kurz heilen. So. Das sieht secretmäßig aus, aber hier ist nichts. Okay, das war's echt. Das war's wirklich. Okay. Hätte ich nicht gedacht. So, hier ging's aber noch weiter. Oh, hier ging's nicht weiter. Okay, das war einfach nur... das Vieh, okay. Ja gut. Ja gut. Dann können wir ja wieder nach oben. So, da geht's nach ganz nach oben. Da will ich aber eigentlich noch gar nicht so hin. Ich würde eher sagen, ich gehe auf die Dächer. Guck mal, ob hier irgendwie Stuff ist. Also Items. Weil das kann ich mir gut vorstellen. Okay, da kann man runter. Und hier kann man einfach auch runter. Da gibt es auch Items. Man kann aber auch von hinten auf das Dach rauf. Also kein Problem. Muss ich nicht unbedingt hin. Kriege ich den Sprung? Boah. Aber nur ganz knapp, ey. So. Also da oben hätte man dann auch hinkommen können. Wenn man den Sprung geschafft hätte. Okay. So, bin ich mal gespannt. Aber das ist noch ein anderer Weg da. Da geht's noch woanders hin. Ich überlege gerade, ob ich mich töten lasse und da einfach hingehe. Aber ich erkunde jetzt erstmal hier. Schmiedestein 6. Okay. Was ist? Irgendwas schießt hier auf mich, aber ich weiß nicht was.
Ja, schießt du deine komischen Töpfe oder was auch immer. Mir wurscht. Ach, du bist das. Ja, okay. Ich denke mal, Haus Vulkan wird nicht unser Problem sein. Objekt voraus. Preiset Loch. Ja, lol. Dunkelschmiedestein 6. Okay. Ja, das war, das heißt, wir sind hier schon durch mit diesem kleinen Gebiet. Aber da geht eine Leiter hoch. Okay. So, hier ist ein Objekt, denke ich mal, weil hier hinten ein Gegner ist. Jo. Sichere Trockenleber. Ach, die braucht man wahrscheinlich für das Lava zu durchschreiten. Ah, geht aber noch. Also das bisschen Damage, was wir bekommen, ist halt wirklich nichts. Kein Objekt voraus. Okay. Okay. Dann können wir die Leiter hoch. Weil hab nichts anderes. Hallo, Blättern. Wir klettern hier hoch. La 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 la. Was ist hier? Öffnen. Tür. Ach du Scheiße, man muss hier rüber springen. Oh jo. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Ja, moin. Wie soll man denn den Sprung... Wenn die Kamera sich auch nicht drehen würde. Ja, okay, fast. Aber die Kamera dreht sich einfach während dem Sprung. Das ist so behindert. 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 Margret. Die sind alle bekloppt hier. Huh. Geil, danke. Was ist denn hier? Mach mal die Tür auf. So. Keine Ahnung. Da kommen irgendwelche Viecher, aber ja. Hier ist ein Gneis. Eine Gneis ist hier. Sollen wir es mal da dran setzen? Ja, komm. Dann haben wir ein Reset. Wahrscheinlich Saatgut? Wo? Wo? Da oben? Lass das mal sein. Okay, hier ist nichts drin. Aber da oben ist eine Saatgut. Okay. Dann gehen wir mal vorbei, ne? Gehen wir mal vorbei schauen. Kann bestimmt irgendwie runterjumpen oder so. Aber von hier aus wird das nix. Hier ist es relativ dunkel. Gras. Wo ist hier Gras? Hä? Was? Ich weiß nicht, was die manchmal machen, ne? Okay, da oben sind einige Viecher. Komm her.
sich schon ein bisschen besser verstecken. Gehen wir mal nicht lang. Also hier geht's noch lang. Da hinten sind wir hergekommen. Okay, und hier gibt es tatsächlich ein Item. Blutgrinsel eines Albanoric. Okay. Vorsicht vor alter Mann. Ach, der da unten? Ah ja. Ich geh jetzt mal hier. Okay, das ist tot. Gut. Das heißt, hier ist rein gar nichts mehr. Das heißt, wir müssen noch irgendwann, wenn wir nochmal dahin kommen, da diesen Weg, weil da ist bestimmt noch irgendein Item. Oder man kann auch von der anderen Seite da. Ah, man kann auch anders dahin. Okay. Haben wir nur diesen Weg gehabt? Nee, ne? Wir hatten doch mehrere Wege eigentlich. Ich muss mal gerade nämlich was nachgucken. Weil wir hatten doch mehrere Wege. Kein wertvolles Objekt voraus. Hast mich nicht mal getroffen, Alter. Okay. Ja. Was ich mal gerne hätte, wäre die Karte. Wait. Da stand kein Objekt voraus, aber hier ist ein fetter Weg noch. Willst du mich verarschen? Spiel? Hallo? Da ist auch noch ein Weg, aber da sehe ich gar nichts. Aber da hinten, da könnte doch was sein. Siehste? Hier kann man tatsächlich lang, aber da ist eine Nachricht, dass da nichts ist. Und da sind einfach mehr Nachrichten, dass da nichts ist. Okay. Gut, dann stimmte das ja doch mit kein Objekt voraus. Naja. Ich jetzt nicht gedacht. Kommt man echt nur über diesen Jump hier hin? Ist ja echt verrückt. Okay, damit sind wir aber durch mit dem ganzen Gebiet. Das heißt, wir können wirklich da oben die Brücke weiter. Ja, und halt das da. Das interessiert mich halt auch. Wie kommt man hier unter mir hin? Ist irgendwo ein Fenster? Das ist so ein Schlangenvieh. Da ist so ein Schlangenvieh. Ich weiß, wie man da hinkommt. Hier lang. Und da ist auch eine Leiter. Stein 4. Und da ist die Tür, wo man reinjumpen muss. Ja. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, wie man da hin soll. Da ist kein Weg. Es sei denn, man kommt noch irgendwie nach da oben. Sonst muss ich das nämlich... Ach! Ja. Ich weiß, wie man da oben kommt. So. Dächer. Ich habe ja keinen Bock auf so Dächer, weil da immer so Milliarden an Möglichkeiten sind, wo irgendwas sein könnte. Wie zum Beispiel da. Aber okay, hier kann man tatsächlich nur auf dieses eine. Ist das ein verborgener Pfad? Ja, ist es. Schade, ich wollte auf der Tür landen, aber egal. Was Unglaubliches voraus. Eine goldene Saat, würde ich mal schätzen.
Albinoric-Stab und Albinoric-Maske. Oh, hi. Maltöter Großbeil. Ach, das war so... Ach, das war der Boss von damals aus dem Albinoric-Dorf. Der kann ja gar nichts. Der hat mir zwei Schlägen weggemacht. Gar kein Problem. Gar kein Problem. So, und hier stand goldene Saat voraus. Bösartige Person voraus, okay. Keine Ahnung. Okay. Doch keine goldene Saat. Da wurden wir gebaitet. Gebaitet. Whee! Okay. Ja. Da sind wir reingekommen. Hier haben wir den komischen Typen platt gemacht. Das heißt, es geht hier weiter. Ach so. Hier kommt man nach hier. Okay. Dort heißt, wir haben das ganze Areal gecleared. Ging relativ easy. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und finden wir heraus, warum wir hier unsere geile zweite Persönlichkeit rufen können. Also unsere Mimik. Bis dahin, haut rein und tschüss.